Es ist unmöglich, zweimal in denselben Fluss zu steigen. Alles ist in Bewegung. Es gibt keinen Stillstand. Grüß Gott, mein Name ist Knut Pfeiffer. Ich bin Internist hier in meiner Praxis, schon viele Jahre lang. Und ich würde Sie gerne auf einen Weg mit durch meine Praxis nehmen und zum Zweiten auf einen mehr geistigen Weg, der vielleicht auch dazu angetan ist, dass Sie Ihr Weltbild, Ihre Perspektive erweitern oder verändern können. Folgen Sie mir noch bitte. Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist unser medizinisches Weltbild geprägt von Chemie und Mechanik, Tablette oder Operation. Angefangen hat es durch die herausragenden Erfolge der ersten Penicilline, die den Menschen Möglichkeiten erbracht haben, wesentlich länger Krankheiten zu überwinden, die vorher als unüberwindlich galten. Und so haben wir dank dieses Weltbildes, Chemie und Mechanik, heute die Möglichkeit einer wesentlich längeren Lebenserwartung und einer wesentlich größeren Gesundheit, auch im hohen Alter. Und dennoch haben wir nicht ein Gefühl in uns, dass die Medizin immer mehr an ihre Grenzen stößt? Entwickeln sich sogenannte alternative Therapien, die geradezu wie Pilze aus dem Boden schießen, nicht genau deshalb? Nehmen wir beispielsweise die PST, die pulsierende Signaltherapie, eine der sogenannten alternativen Therapien. Ich wende PST seit über 10 Jahren an. Doch bevor ich Ihnen davon erzähle, lassen Sie mich Ihr Schulwissen ein wenig auffrischen. Vor 93 Jahren hat Einstein erstmals mathematisch definiert E=mc² und damit beschrieben, dass alles Energie ist. Auch wir Menschen sind in der tiefsten Tiefe unseres Seins Energie. Wenn alles Energie ist, dann ist auch Chemie und Mechanik in ihrer tiefsten Tiefe Energie. Die pulsierende Signaltherapie ist ein energetisches, therapeutisches Verfahren, das erstmals an den Wurzeln unseres menschlichen Seins arbeitet. PST ist eine Therapie gegen Sportverletzungen, Wirbelsäulenerkrankungen, ganz generell gegen Arthrose. 20 Millionen Menschen in der Bundesrepublik leiden unter Arthrose, das ist ungefähr jeder Vierte. Pulsierende Signale sind elektromagnetische Impulse, die im Gelenk einen Reparations- und Regenerationsmechanismus aktivieren, sowie Muskeln, Sehnenansätze und Bänder entkrampfen. Es gibt verschiedene Gerätetypen für die pulsierende Signaltherapie, mit deren Hilfe wir sämtliche Gelenke des Menschen behandeln können. Die Behandlung mit der pulsierenden Signaltherapie funktioniert folgendermaßen. Der Patient platziert das betroffene Gelenk in der dafür vorgesehenen Spule für jeweils eine Stunde, je nach Gelenk 9-mal oder 12-mal hintereinander. Die PST ist eine Therapie, die völlig nebenwirkungsfrei und schmerzfrei ist und in einem hohen Prozentsatz erfolgreich. Die wichtigste Frage war damals, 1996, als ich mit PST begonnen habe, funktioniert dieses System wirklich? Über 80% meiner Patienten, die ich in den 10 Jahren behandelt habe, haben große Erfolge mit dieser Therapie gehabt, ohne Nebenwirkungen. Damals war ich der Erste hier in Europa. Zwischenzeitlich sind es allein in Deutschland über 500 Kollegen, die PST anwenden, 23 Länder, in denen es PST gibt. Sie sehen, die Nachfrage nach diesen sanften, alternativen Therapien ist sehr groß. Ich hoffe, dass ich Ihnen in den letzten Minuten einen Eindruck vermitteln konnte, dass alternative Therapien ihre Berechtigung haben, dass es darum geht, unser schulmedizinisches Weltbild zu erweitern, nicht etwas zu ersetzen. Chemie und Mechanik hat ihren Stellenwert, aber ein 93 Jahre altes energetisches Wissen soll auch in der Schulmedizin ihren Platz finden. Nichts ist fest, alles ist im Fluss, wie Heraklit schon sagte. Und unter diesem Aspekt wünsche ich Ihnen die beste Gesundheit, die Sie sich nur vorstellen können.